wie und was wir konsumieren oder essen, wie wir uns fortbewegen und wie wir reisen oder wie oft wir reisen, wie wir wohnen, kurz wie wir leben, hat Einfluss auf das Klima und insbesondere auch auf den Bodenverbrauch bzw. die Art und Weise, wie wir mit Boden umgehen. Wie das Umdenken auf persönlicher Ebene aussehen kann und was es dazu von politischer Seite braucht, auf das wird Gernot Wagner eingehen. Ich begrüße sehr herzlich via Livestream Gernot Wagner. Hallo. Gernot Wagner ist Klimaökonom. Der gebürtige Amstettner promovierte an der Harvard University. Er lehrt und forscht derzeit an der Columbia Business School. Zuvor war Gernot Wagner an der New York University und Harvard University in diversen Forschungsprojekten tätig. 2015, Moment. Die Bücher. 2015 erschien das zusammen mit dem Umweltökonomen Martin Weizmann verfasste und viel beachtete Buch Klimaschock, die extremen wirtschaftlichen Konsequenzen des Klimawandels. Es war Sieger des Wissenschaftsbuches in Österreich des Jahres 2017. Und heute wird Gernot Wagner auf die These in seinem Buch Stadtland Klima, warum wir nur mit einem urbanen Leben die Erde retten, erschienen im Christian Brandstätter Verlag, eingehen. Gernot Wagner, ich übergebe an Sie und freue mich auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank. Willkommen aus der großen Stadt. Und es geht tatsächlich ums Große. Insbesondere geht es natürlich um Emissionen. Das Problem ist bekannt. Ich werde darauf nicht weiter eingehen. Dieselbe Grafik könnte ich für Bodenverschleiß herzeigen, für den Zerfall der Biodiversität. Hier geht es um Emissionen. Und das Problem kennen wir, die Lösung natürlich auch. Also wir wissen am Ende, es geht darum, auf netto null Bodenverbrauch, netto null CO2-Emissionen, netto null Impact auf die Erde zu kommen. Dabei gibt es natürlich genug Caveats, da gibt es genug Dinge zu sagen. Eigentlich wissen wir nicht, netto null ist die Lösung oder netto null bis 2050 oder 2030 oder egal. Wo ist die Lösung? Weil Ungewissheiten gibt es genug. Aber ohne jetzt auf diese wissenschaftlichen Dinge einzugehen, möchte ich mich heute vor allem auf die Lösungen fokussieren. Die Lösungen sind auch bekannt. Hier ist der letzte Weltklimabericht, IPCC, Weltklimarat. Wenn man da näher auf manche dieser Lösungen eingeht, Wind- und Sonnenenergie sind tatsächlich die Lösung, nicht die einzige. Es gibt auch andere Elemente, die sich jetzt schon, die sich jetzt ökonomisch auszahlen, aber im Grunde die großen Lösungen sind bekannt. Die großen Lösungen bei Gebäuden sind bekannt. Es geht um die Entkarbonisierung, die Elektrifizierung und natürlich sind Gebäude sehr, sehr eng mit Transport verbunden. Und da genauso. Elektrifizierung, mehr mit dem Rad fahren, alles bekannt. Und jetzt, um ganz überspitzt zu sagen, sind auch Städte Teil dieser Lösung. Das heißt jetzt nicht, wir alle irgendwie in der großen Stadt dicht wohnen, aber wenn man sich die Zahlen so ansieht, hier ist ein Bild von New York, New York Umgebung. New York selbst ist grün. Manhattan, der dichteste Stadtteil überhaupt, wenn wir alle so wie in Manhattan wohnen würden, global, würden wir alle 8 Milliarden auf eine Fläche wie Deutschland passen. Der Rest ist leer. Der Rest ist für
Landwirtschaft einerseits, Energiegewinnung für den Menschen leer, natürlich auch für die Natur. Das Drumherum, das ist das Problem. Das Tullnerfeld New Yorks, der Suburbia, die Vororte und so weiter, wo Zensionen doppelt, dreimal, vier, fünfmal so hoch sind wie in der Stadt selbst. Und jetzt, um das überspitzt weiter zu sagen, geht es dann oft um diese politische Debatte Technologie versus Verhalten. Technologie einerseits oder die Lebenseinstellung zu hinterfragen. Und am Ende würde ich einmal sehr stark argumentieren, dass es natürlich um beides geht. Es geht darum, Technologie, neue Technologie, saubere Technologie, eben mit diesen anderen Dingen, um die ebenso wichtig sind, zu kombinieren. Und jetzt, ohne zu persönlich zu werden, aber ja, die Lösung bietet sich tatsächlich an. Hier ist unsere Wohnung, 200 Jahre altes Haus im Süden Mainz. Die Bausubstanz ist da, die Mauern sind relativ dick, natürlich auch löchrig. Und ja, es kostet so einiges, das zu isolieren. Da verliert man gleich einmal noch weitere Quadratmeter in der Wohnung selbst, weil nach außen hin isolieren ist natürlich verboten. Das muss nach innen hin passieren. 70 Quadratmeter zu viert, damit als Familie erfüllen. Vor allem natürlich während Corona, während wir alle nicht nur zu Hause wohnen, sondern zu Hause arbeiten, alles natürlich gemeinsam machen. Da geht es um vieles. Da geht es um Lebenseinstellung, klar. Da geht es wirklich darum, hey, es ist okay, dass die Kinder kein eigenes Kinderzimmer haben. Und das heißt dann halt, dass es einmal am Abend Pancakes gibt, wenn einmal die 8-Jährige, mittlerweile 9-Jährige, fürs Essen verantwortlich ist. Heißt das, dass jeder so leben muss? Nein, natürlich nicht. Also ich kann gerne sagen, Gott sei Dank lebt nicht ein jeder so, weil auch in seiner zweiten Amtsperiode könnte er nicht jede Wohnung besuchen, nicht jede unserer, nicht alle 8 Millionen Österreicher hier, 9 Millionen mittlerweile, zu Hause besuchen, klar. Aber es geht darum zu sagen, wie ist sowas möglich? Hier eine der Schlagzeilen, größer denken, kleiner wohnen. Wie macht man das oder wie zeigt man das her, jetzt nicht irgendwie als Aufopferung, als so kann man nur leben, wenn man halt sich halt nichts Besseres leisten kann, sondern vielleicht sogar als Teil der Lösung, als Ziel, als Ideal, als Familienideal, wo halt dann wirklich alles in den 70 Quadratmetern abläuft und wo diese Wohnung natürlich Symbol für viel, viel mehr ist in Sachen Nutzung der Umgebung, Nutzung der Straße, Nutzung der 15 Minuten Stadt, der 10 Minuten Stadt, wie auch immer heißt, wo Mobilität natürlich sehr, sehr eng mit der Wohnsituation selbst verbunden ist. Und wo es auch, wieder beim einer Technologie, klar, andererseits natürlich um Lebenseinstellung. Radwege gibt es einige, nicht überall, wo wir hinwollen. Das heißt halt einmal, dass ich dann hinter den zwei Kindern, die beiden mit dem Scooter unterwegs, ich mit dem Fahrrad die Straße absperre, da sind halt dann 5 Autos hinter mir, die hupen alle schön fleißig, irgendwie egal, wir wohnen hier. Liebe Tullnerfellner mit euren Autos, sucht euch einen anderen Weg oder vielleicht überdenkt eure Lebenssituation. Und jetzt das überspitzt zu sagen, und wie so oft, die Millionen finden natürlich auf Twitter statt, hier ist die Person, die damals, mittlerweile gefeuert, aber damals
hauptverantwortlich war für selbstfahrende Elektrofahrzeuge. Der Chef von Tesla AI, der hier so ganz schön tweetet und sagt, I forgot how cool European cities are. Ich vergiss immer, wie toll europäische Städte sind. Viel kompakter, viel denser, viel interessanter, sicherer, fahrradfreundlicher als wo ich wohne. Und der natürlich jetzt das Beispiel Technologie und Verhalten nicht besser darstellen könnte. Natürlich geht es um Technologie, klar, Technologie macht das Wohnen auf 70 Quadratmetern erstmal möglich, das interessierte Wohnen erst möglich und so weiter und so fort. Aber natürlich geht es auch um Lebenseinstellung. Und da ist auch klar, dass, ob wir das jetzt bewusst machen oder nicht, aber in gewissen Lebenslagen sind wir alle urbane Menschen. Wenn wir es uns aussuchen können, hier ist so das Straßennetz nicht von Wien, nicht von Berlin, nicht von sonst irgendwo, von Disney World. Natürlich, da gibt es den großen Parkplatz nebenan, klar, es fährt ein jeder hin, dieses Ding ist in Florida, dort fährt ein jeder Auto, aber auf Urlaub, selbst im Urlaub, geht es darum, die 10 Minuten, die 15 Minuten, wie auch immer es heißt, Stadt zu genießen, mit den Öffis unterwegs zu sein, mit den gratis Fahrrädern unterwegs zu sein, mit Zug, Bahn, Bus und so weiter und sein. Im Prinzip das dichte Leben erstmal genießen, wenn man halt dann zurück ins große Einfamilienhaus fahren kann, nach der Woche, nach den paar Tagen. Aber der größte Punkt ist tatsächlich, wirkliche, dort wo Menschen auch wohnen, wirkliche Dichte, die es natürlich nicht nur in New York gibt oder nicht nur in Wien gibt, die gibt es in St. Pölten, die gibt es in der Stadt Tulln, die gibt es in Amstetten oder sonst wo. Wirkliche Dichte cuts carbon. Wirkliche Dichte ist Teil der Lösung in Sachen Klimaschutz. Bodenverschleiß natürlich genauso. Was heißt das umgekehrt? Das mit Dichte zu tun. Das ist jetzt kein Foto aus dem Tullnerfeld, das ist tatsächlich ein Foto aus Amerika, einer dieser berühmt-berüchtigten Exurbs. Ja, dort gibt es große Einfamilienhäuser, viel zu große Einfamilienhäuser. Da gibt es eine Straße nebenan. In dieser Siedlung gibt es sonst nichts zu holen. Also, dem eigenen Haus, dem Eigenheim, klar, aber alles andere findet irgendwie mit dem Auto statt. Und da gibt es natürlich dann ganz konkrete Beispiele, wie man das einerseits machen kann, machen. Das links ist ja, an der wir wohnen, Bleecker Street, einfach ein Google Maps Image. Dort stehen sogar auch Autos herum, klar, also es gibt wenige Autos relativ zu den Bewohnern, aber natürlich gibt es die auch. Aus guten Gründen. Rechts ist die Stadt, die ich zuvor gezeigt habe, die Siedlung, Perry Street, irgendwo in Texas. Die Häuser eigentlich haben dieselbe Idee. Zweistöckig, dreistöckig gebaut. Unterwegs ist dort niemand. Zu Fuß unterwegs ist dort niemand. Es gibt breite Gehsteige, aber auch das Haus unten ist Marge dominiert und es gibt ja sonst nichts zu holen. Man muss mit dem Auto unterwegs sein. Also ja, cities cut carbon. Städte, dichtes Leben trägt tatsächlich zu Klimaschutz. Dann geht es natürlich auch darum, Städte noch viel mehr CO2 reduzieren müssen. Wir können natürlich nicht dort aufhören, wo wir jetzt sind. Da geht es auch wieder genau um diese IPCC, diese Weltklimarat-Guidelines, wo drinnen steht, wie man CO2 vom Verkehr, von Gebäuden weiter kürzen kann. Da geht es um das Begrünen von Städten.
Da geht es darum, dass zum Beispiel in New York selbst der New Yorker Bürgermeister vor einem Jahr, selbst ist er übrigens ein Veganer, ist ein Veganer, der auch Fisch isst, also so ganz genau nimmt er das nicht, aber als Wahlversprechen 50% aller Straßen, aller Streetscapes, also insgesamt 50% aller für den Verkehr verbauten Flächen werden, sollten in den nächsten 4 Jahren für Fußgänger, für Radfahrer geöffnet werden. Selbst die Sprachwahl ist die richtige. Die Straßen werden nicht geschlossen, sie werden geöffnet. Sie werden fürs Leben geöffnet, für Sport, für Fotoshoots, das ist Blickerstraße, da ist immer irgendwo ein Fashion-Shoot, gibt's immer irgendwo einen Fashion-Shoot. Da gibt's auch die selbstfahrenden Elektrofahrzeuge, also derzeit fährt's noch nicht selbst, es ist derzeit nur Elektro, aber natürlich geht's genau um diese neue Technologie, die dieses Leben erst möglich macht. Und nein, es gibt's natürlich nicht nur in New York, wenn man da in Wien oder sonst wo in Europa unterwegs ist, gibt es natürlich noch viel bessere Beispiele, noch viel mehr gelebte Dichte übrigens, noch viel mehr dynamische Bau, dynamisches Bauen, wo es darum geht, diese 10-15-Minuten-Städte erst tatsächlich möglich zu machen, um den nächsten 100.000 Menschen in Wien das Leben in Stadtwohnungen, das Leben in so einer Dichte zu garantieren. Es gibt auch Negativbeispiele, klar, aber am Ende ist das Verdict, ist die Schlussfolgerung tatsächlich, klarer könnte sie nicht sein. Städte kürzen, Cities cut carbon, ja, Städte sind tatsächlich für Klimaschutz hauptverantwortlich. Dichte ist für Klimaschutz hauptverantwortlich. Das dichte Leben ist für Klimaschutz hauptverantwortlich. Städte selbst müssen noch mehr dazu beitragen. Und klarerweise geht es genau um diese Complementarities, um diese Verbindungen, um diese positiven externen Effekte, wo es darum geht zu sagen, hey, wir können hier CO2 kürzen und auch andere Dinge sicherstellen. Zum Beispiel Boden besser verwenden, Zielkonflikte in Sachen Boden viel leichter lösen, indem wir sicher gehen, dass wir uns auf beide Dinge stützen, indem wir sicher gehen zu sagen, eigentlich das Ziel kennen wir, die Lösungen kennen wir. Es geht darum, Technologien in eben diese richtige Richtung einzusetzen und diese Technologien erstmal dazu verwenden, das dichte, effiziente Stadtleben schmackhafter zu machen, der nächsten Jungfamilie es zu ermöglichen, tatsächlich nicht nur in Wien, nicht nur in New York, nicht nur in der wirklichen großen Stadt, sondern eben im Quartier A, den ehemaligen ÖBB-Arealen in Amstetten, neben dem Bahnhof, direkt neben dem Hauptplatz, direkt zu wohnen. Die Wohnungen gibt es jetzt noch nicht, die werden in den nächsten Jahren gebaut. Aber ja, es gibt sehr, sehr positive Beispiele, die in die richtige Richtung zeigen, nicht nur in der Großstadt. Warum ist das so wichtig? Jetzt sind wir beim Thema für heute, für den Rest der Veranstaltung des Symposiums. Es geht um Klimaschutz einerseits, es geht natürlich auch um Bodenschutz andererseits. Vielen Dank, Gernot Wagner, für diesen sehr persönlichen Einblick in Ihr Leben und den Appell an ein Reflektieren auch unserer Lebensweise, aber auch natürlich, dass politisch noch immer was getan werden kann. Sie haben ja in Ihrem Buch Stadt, Land, Klima auf eben diese zwei Konzepte verwiesen und genau das dazwischen gestrichen. Ich setze jetzt eine Frage noch nach, bevor ich ans Publikum
auch gerne Fragen aufnehme. Könnten Sie vielleicht noch mal auf diese Liebeserklärung auch noch in das Land eingehen? Gerne. Also ja, es ist tatsächlich, obwohl der Stadt beginnt, es ist ein Liebesbrief an die Stadt, es ist ein Liebesbrief ans Land, ans wirkliche Land und natürlich auch ans Klima. Und ja, Stadt, wirkliche Stadt, macht Land erst möglich und Land macht natürlich Stadt erst möglich. Das Problem ist das dazwischen. Das Problem sind die Einfamilienhaussiedlungen, die ja wirklich, wenn man da jetzt ein bisschen zurücktritt und das reflektiert, ja wirklich nichts mit Land zu tun haben, sondern eben, weil es halt so im österreichischen Staatsvertrag steht, jede Familie bekommt ein Einfamilienhaus, war immer schon so. Bausparverträge heißen auch Bausparverträge oder Bausparverträge aus gutem Grund. Das ist halt so, das war immer schon so. Jeder profitiert davon. Die Politik weist in diese Richtung, manchmal nicht bewusst, manchmal unbewusst, aber verändern lässt sich das halt nicht. Also nein, nichts davon, was ich gesagt habe, sollte irgendwie interpretiert werden, dass das Land, das wirkliche Land, schlecht, nicht gut oder sonst wo. Es geht darum, Land zu erhalten und Stadt macht das erst möglich. Jetzt möchte ich in die Runde schauen, ob es Fragen gibt an Gernot Wagner. Ich habe das einen sehr sympathischen Vortrag gefunden, denke aber ununterbrochen dabei an die niederösterreichische Raumordnung, die zwar in ihrer Novelle vor 3-4 Jahren feierlich erklärt, dass sie die Innenentwicklung forciert, aber gleichzeitig Obergrenzen für Dichten festsetzt mit 1,0 GFZ. Jeder gescheite Ortskern in Niederösterreich hat mehr Dichte und ich finde das eine so widersprüchliche Politik, dass ich also wirklich das geradezu eine Herausforderung finde, dass man eben weiter im Einfamilienhausgebiete und flach bebaute Gebiete baut. Also das große Flächenfressthema in Niederösterreich heißt sicher Einfamilienhausbau, der auch noch gefördert wird und der wirklich, glaube ich, wahrscheinlich 70% oder mehr Prozent unserer Siedlungsflächen belegt und dass es also wirklich an der Zeit ist, aufzuhören mit Dichten zu feilschen. Jeder Bürgermeister fängt auf einmal an, die Dichten runterzusetzen, die Baulinien weiter zusammenzuschieben und ähnliches. Also gerade in der Richtung, wo da auch appelliert wird, dichter zu werden, höher zu bauen, dichter zu bauen, finde ich, also in Niederösterreich genau Anti-Bewegungen und eigentlich ein Vermeiden dessen, was Sie als vernünftig und gut für den Klimaschutz und für die Entwicklung angesprochen haben. Gernot Wagner, möchten Sie zu dem Kommentar etwas sagen? So, natürlich, also auf alle Fälle, und einerseits also diese also Richtlinien, eben nicht dicht zu bauen, sind ein wirkliches Problem. Ebenso ein Problem sind dann Dinge wie 1,4 Parkplätze pro 100 Quadratmeter und so weiter, wo tatsächlich also die Reichsgaragenverordnung aus den 38er teilweise noch gilt, leicht modifiziert, immer noch besteht, wo es dann teilweise, okay, das ist wieder ein Wiener Beispiel, aber da gibt es direkt neben dem Hauptbahnhof Wohnhäuser, Mixed-Use-Housing, also das Geschäft, der Kindergarten unten im selben Gebäude, oben wohnen die jungen Familien und im Keller muss der Parkplatz sein, natürlich leer, den mietet niemand, den möchte niemand. Und trotzdem gibt es diese Verordnungen immer noch. Gibt es noch eine Frage? Eine geht sich noch aus. Hier. Dankeschön. Danke für den Vortrag. Und die Dichten sind sicherlich ein Riesenthema, um das Land zu erhalten. Aber das Problem ist oft, dass die Investoren dann so kommen und diese Dichten auch wollen,
aber dann fehlt die Wohnumfeldqualität und dann fehlt die Qualität der Baukultur und dann fehlt oft die Qualität also des Lebens. Und das ist ein Riesenthema, was die Dichte betrifft. Grundsätzlich, wie gesagt, Investoren freuen sich über diese Aussage, aber da braucht es unbedingt von der Politik die Maßnahmen dazu, die diese Dichte auch lebenswert machen. Ich glaube auch, also, die, ja. Natürlich. Also es geht darum, also es geht ja vielerlei Hinsicht darum, Dichte nicht nur also profitabel zu machen, zum Beispiel, also überspitzt zu sagen, sondern im Prinzip so zu bauen, dass man dort auch leben möchte. Okay, was heißt das im Allgemeinen? Okay, das heißt jetzt, den so engen Profitgedanken etwas zu erweitern, wo es natürlich dann auch stimmt, dass wenn jetzt ein neues Gebäude, eine neue Siedlung und so weiter so gebaut wird, so dicht einerseits gebaut wird, um es effizient zu gestalten, es dann auch so gestaltet werden muss, um es der nächsten jungen Familie zu ermöglichen, dort tatsächlich auch zu wohnen. Also schmackhaft zu machen, zu sagen, hey, das ist nicht ein Kompromiss irgendwie, sondern das ist tatsächlich das Ideal. Ob das jetzt der zweite Bezirk in Wien ist oder sonst wo, verglichen mit der Einfamilienhaussiedlung draußen, aber darum geht es ja. Es geht darum, der nächsten Jungfamilie diese Entscheidung leicht zu machen und zu sagen, hey, Dichte ja mit Hinblick auf Lebensqualität. Vielen Dank, Gernot Wagner. Also auch für diese Liebeserklärungen, ich glaube, die müssen auch weitergetragen werden, dass wir gewisse Lebensstile auch lieben zu lernen, beziehungsweise auch schätzen zu lernen, etwas vielleicht auch anders zu machen, zu hinterfragen. Und genauso sind wir heute da, um genauso diese Qualität in der Baukultur zu überdenken und gemeinsam in diesen Schnittstellen zwischen diesen Bereichen auch gemeinsam nachzudenken und in die Umsetzung zu kommen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Alles Gute weiterhin. Herzlichen Dank.